Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um die Lösung von Stoffen. Also Stoffe werden in einem anderen Stoff gelöst. Man spricht hierbei einmal von einem Stoff, der gelöst werden soll, und von einem Lösungsmittel. In dem ersten Versuch verwende ich einmal Wasser, in dem Fall destilliertes Wasser als Lösungsmittel, und einmal 96%igen Alkohol als Lösungsmittel. Dazu werde ich in beiden etwas Kaliumpermanganat probieren zu lösen. Kaliumpermanganat ist nichts anderes wie ein lilafarbenes Salz, ist aber kein Speisesalz, denn dieses Salz ist gesundheitsschädlich. Was jetzt dabei passiert mit den verschiedenen Lösungsmitteln, aber demselben zu lösenden Stoff, das werde ich euch nun heute zeigen. Als erstes beginne ich mit dem Wasser und gebe da jetzt eine kleine Spatelspitze Kaliumpermanganat rein. Und man kann eigentlich direkt sehen, dass sich der Stoff sehr gut in Wasser löst. Als zweites habe ich jetzt hier die gleiche Menge an Alkohol und gebe auch hier eine Spatelspitze Kaliumpermanganat rein. Was kann man sehen? Das Kaliumpermanganat löst sich so gut wie gar nicht. Eigentlich sollte es sich in Alkohol überhaupt nicht lösen, aber da ich hier nur 96%igen Alkohol habe, also 4% Wasseranteil noch mit drin, löst es sich ganz minimal. Die Beobachtung. Man konnte schön beobachten, dass sich das Kaliumpermanganat in Wasser sehr schnell und sehr einfach aufgelöst hat. Dagegen in dem Alkohol hat sich das Kaliumpermanganat nur minimal bis gar nicht aufgelöst. Das liegt daran, dass wir zwei unterschiedliche Lösungsmittel haben. Einmal Wasser, einmal Alkohol. Bedeutet, nicht jeder Stoff lässt sich in jedem Lösungsmittel lösen. Ganz wichtiger Grundsatz, einfach, es löst sich nicht alles in jedem Lösungsmittel. Kennt ihr vielleicht auch davon, dass ihr Edding auf einem Tisch mit Wasser nicht wegbekommt, mit Alkohol oder Aceton sehr gut. Das war das erste Video zum Thema Löslichkeit. Die anderen habe ich euch verlinkt, schaut sie euch gerne auch noch an. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.